Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu Out of Hate. Ich habe tatsächlich nur zwei Kommentare heute bekommen. Es ist sehr traurig, ich weiß. Ich habe Angst, dass dieses Format sich langsam dem Ende zuneigt, aber ich hoffe einfach nicht, weil es ist einfach unglaublich witzig. Mir macht Spaß. Ich will mehr Hate. Ich will mehr Hate. Ich will den Hass. Ich will den Hass von euch, ja? Also bitte. Hasst mich. Ja? Ist gut. Aber egal, mit dem, was ich habe, möchte ich ein bisschen was anfangen. Und zwar habe ich heute nur zwei Kommentare bekommen. Und zwar einmal von Hodenlose Frechheit, der hat sich lange nicht mehr gemeldet, der Kollege. Aber da ist er endlich wieder. Da ist er endlich wieder, der Junge. Sag deinem autistischen Mimöschen. Okay, erstens, ich habe absolut keine Ahnung, wo du was Autistisches gesehen hast. Aber gut. Und zweitens, wenigstens habe ich ein Mimöschen. Du hast wahrscheinlich in deinem Leben noch nie eine weibliche Person gesehen. Nur weil ich mit weiblichen Personen rumhänge, heißt es nicht, dass automatisch alle meine Mimöschen sind, ja? Also ganz ruhig, ganz ruhig. Sagt einem autistischen Mimöschen mal, die soll aufhören, sich cool zu fühlen, wenn die 10 Seiten schreibt, um den Schwerbehinderten zu dissen. Das ist unglaublich. Also, ohne Witz, diesen Kommentar habe ich gefeiert, weil, erstens, sie hat niemanden gedisst. Sie hat wirklich nicht. Das Geile ist, sie hat nur seine Rechtschreibung verbessert, ja? Und zweitens hat sie dann sogar noch gesagt, er soll aufhören, wenn er doch selber schwerbehindert ist. Wo ist das denn Dissen? Also ganz ehrlich, habt ihr den Sinn von Dissen nicht verstanden? Oder ist euch das ein Fremdwort? Nein, und dann auch noch, um einen Schwerbehinderten zu dissen, ja? Das heißt, wenn sie etwas über jemanden sagt, von euch, der im Rollstuhl sitzt, ist das dann uncool. Aber wenn ihr mich hatet, wenn ihr ausgeht, dass ich eine Behinderung habe, was ich eigentlich nicht habe, aber ihr meint es ja, dann ist das auf einmal total cool. Weil ihr seid diejenigen, die sich cool fühlen, nicht wir. Wir fühlen uns dabei nicht cool. Wir lachen nur über das, dass ihr euch cool fühlt. Das ist es ja. Wir fühlen uns dabei nicht cool. Aber wie gesagt, wenn ihr es uncool findet, wenn wir euch beleidigen, aber ihr es cool findet, wenn ihr uns beleidigt, obwohl wir angeblich ja genau dieselben Behinderungen haben. Dann müsst ihr mal ein bisschen überlegen. Da stimmt irgendwas nicht. So ein Zahnrad, da dreht sich noch nicht so ganz in eurem Kopf. Aber das wird noch kommen, hoffe ich mal. Das wird noch kommen. Es ist halt nun mal so. Es ist halt schade, dass Gott die Intelligenz nicht gleich verteilt hat. Ich weiß, dass er bei euch ein bisschen nachgelassen hat. Vielleicht wart ihr die Letzten, aber es kann halt sein. Es kann halt sein. Also nun mal so. Ne? Kann ich auch nichts für. Und Der Eierkarton ist fucking back. Ja? Jada, jada, mach kein Hokuspokus mit deinem Oktagon. Morgen 15:15 Uhr am Hauptbahnhof beim Dom. Mein lieber Eierkarton. Ich hoffe, du siehst das hier rechtzeitig. Ich lade ja meine Videos immer so gegen 1 hoch, also. Ich weiß, dass die Grundschule, auf der du gehst, immer so um 1 Uhr Schluss macht, ja? Aber ich hab's schon mal in einem Video erwähnt und wenn du mir nicht zuhörst, dann ist das deine Schuld. Aber ich bin auf einer Universität. Und auf einer Universität hat man bis spät im Nachmittag Unterricht. Ich bin nicht um 15:15 Uhr aus der Uni raus. Und das habe ich schon mal in einem Video erwähnt. Ich bin immer bis spät im Nachmittag in der Uni. Und da muss ich auch noch mal mindestens eine Stunde bis nach Köln fahren. Ja? Die musst du dann auch noch dazu rechnen. Ja? Außerdem, warum willst du dich mit mir in der Öffentlichkeit prügeln? Ich meine, am Ende werden wir beide festgenommen, ja? Wenn wir uns in der Öffentlichkeit prügeln. Dann hab doch wenigstens die scheiß Eier und mach mit mir den fucking Kampf im Oktagon. Weil dann kann uns niemand festnehmen, weil der Tag dann gesetzt ist. Und das ist ja auch dann privat. Ja? Das ist ja dann nicht in der Öffentlichkeit. Aber gut, ich meine, also ich will nicht festgenommen werden. Nur weil du aufs Maul bekommst. Also, da sehe ich nicht ein. Aber gut, wenn du halt keine Eier für den Kampf im Oktagon hast, dann muss ich meinen Kumpel leider absagen mit dem Oktagon. Außerdem wird Oktagon mit C geschrieben, du Pisser. Ja? Meine Fresse. Das steht sogar in der Überschrift. Ja? Das Video heißt Kampf im Oktagon mit C. Also, bitte. Ja? Oktagon schreibt man bitte richtig. Dankeschön. Gut, das war auch schon alles, was ich heute bekommen habe. Das Einzige, was ich noch sagen könnte,
ist halt, was gestern noch so ein bisschen vorgefallen ist, weil meine beste Freundin hat mal wieder ordentlich rausgehauen. Die hat, bam, die hat Schellen verteilt, hat die. Schellen hat die verteilt. Und zwar folgendermaßen. Saufotz, ja. Saufotz, mit dem hat die sich schon sehr gut angefreundet. Der, das war eine witzige Story. Sie schreibt einfach nur, schau es dir halt nicht an, Idiot. Was ja auch vollkommen berechtigt ist, weil ich meine, ihr müsst meine Videos nicht gucken, ihr tut's, aber ihr gebt mir ja die Aufrufe, also pff, ist mir das scheißegal. Er schreibt nur zurück, sei bloß still, du linke Uni-Ratte. Rate, Uni-Rate. Sie ist eine Rate, keine Ratte. Und sie dann hat ihn dann verbessert. Sei bloß still, du linke Uni-Ratte. So. Er, hast du das auf der Uni gelernt? Alter, Rechtschreibung lernt man in der Grundschule! In der Grundschule! Meine Fresse, was ist denn los mit dir, mein Junge? Oh. Und das hat sie auch geschrieben. Rechtschreibung lernt man nicht erst auf der Uni. Oh. Er laber mich nicht voll mit Hauptschule, ich hock im Rollstuhl und war da nie. Soll das jetzt eine Ausrede sein dafür, dass du keine Rechtschreibung kannst? Ich kenne tausend Leute, die im Rollstuhl sitzen. Okay, vielleicht nicht ganz so viele, aber ich kenne genug Leute, die im Rollstuhl sitzen. Die können auch ordentliche Rechtschreibung. Die können das auch. Warum kannst du das dann nicht? Das ist keine, damit kannst du dich nicht rausreden. Ja? Das ist keine Entschuldigung dafür. Und sie hat ihn dann wieder verbessert. Und dann, du sitzt also im Rollstuhl und hast nie eine richtige Schule besucht, aber nimmst dir das Recht heraus, im Internet Leute zu beleidigen. Gerade du, der im Rollstuhl sitzt, sollte wissen, dass es zu viel Hass auf dieser Welt gibt und eher versuchen, ihn zu stoppen, als ihn weiter zu verbreiten. Ich kenne, wie gesagt, viele Leute im Rollstuhl. Ich weiß, was die alles durchmachen. Ich weiß auch, dass die gemobbt werden. Und dann selber zu mobben, das ist dumm. Das ist so dumm. Das ist so gottverdammt dumm. Oh. Meine Fresse. Alter. Und dann der Basti. Ihr meint, Art of Losing hätte Trisomie 21. Weißt du, ihr habt selber Behinderung, ja? Manche vielleicht geistig, eher jetzt körperlich. Und meint dann, ich hätte eine. Was ist denn los mit euch? Ich meine, nur weil ihr welche habt, heißt das nicht, dass ich eine habe. Und ich habe nie irgendetwas gegen eure Behinderung etwas gesagt. Nie. Und er? Ist mir scheißegal, Alter! Geh doch ab wie ein Opa! Der ist doch ein Downie. Geh doch ab wie ein Opa! Okay, ich gehe ab nach Wien und werde da Opa. Okay, das mache ich. Ich gehe nach, ja, wisst ihr Bescheid. Du bist der einzige Downie weit und breit. Da warst du recht. Weil, wie gesagt, ihr beleidigt mich, dass ich eine Behinderung hätte, obwohl ihr selber welche habt. Und ihr habt wirklich welche. Und ich nicht. Das ist unglaublich witzig. Also, ich weiß ja nicht. Und dann hat angeblich Gott strafe Merkel etwas geschrieben. Maul-Unipussen. Und der Basti hat den Kommentar halt gemeldet und er wurde gelöscht. Und dann, also Kommentare löschen ist ja wohl das allerletzte. Ich wollte euch nur einen schönen Downy-Tag wünschen. Es gibt einen Tag für Leute mit Trisomie 21. Also ich meine, ich würde es ja feiern. Ja? Also ich meine, ich habe nichts gegen Leute mit Trisomie 21. Ne? Von mir aus können die ruhig ihren Tag haben. Ich finde das sogar sehr gut. Ich finde das sehr gerecht. Und ich habe auch mal in einem Video gesagt, wenn ihr mir zuhören würdet, ich lösche keine Kommentare. Den einzigen Kommentar, den ich gelöscht habe, war da, wo jemand eine Adresse geschickt hat. Und ich lasse, also ich meine, wenn ihr unbedingt Adressen, wenn ihr eure eigene Adresse ins Internet schreiben wollt, ja bitte, das ist dann eure Sache. Aber das, ne? Auch wenn es nicht seine eigene Adresse war, aber, ne? Und dann hat Basti ihn geantwortet und dann meint Gott strafe Merkel, habe ich dich etwa diskriminiert? Ich weiß es nicht, ich habe den Kommentar tatsächlich nicht gelesen, ich war nicht schnell genug. Aber wahrscheinlich musste irgendwas Heftiges geschrieben haben, weil ich weiß, der Basti, er ist ja auch bei mir im Discord, er hat schon einige von euch melden lassen, tatsächlich. Und ich finde, er hatte auch ein wahnsinnig großes Recht zu. Das hat er. Ich meine, ich würde das auch machen, wenn mir das Format hier nicht so einen großen Spaß machen würde. Bei mir wären die schon alle aus YouTube rausgeflogen, eigentlich. Aber ich meine, ich freue mich über eure Antworten. Das ist einfach so. Das war auch super witzig. Eierkarton, ne? Die lachen nicht mit dir, die lachen über dich. Und meine beste Freundin ist ja bei mir in der Klasse, ja? Wir sitzen ja auch nebeneinander. Und lesen. Und wenn ihr sogar uns Kommentare schreibt, während wir in der Uni sitzen, dann lesen wir eure Kommentare sogar in der Uni vor. Und dann schreibt sie so, nein, wir lachen nicht mit ihm.
Und am allermeisten lachen wir sowieso über dich. Das stimmt, wie gesagt. Heute haben wir wieder so viele Eierkartonwitze gerissen. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Und er sei still, Marvin. Denkst du wirklich, dass sie ein Nebenaccount von mir ist? Oder dass Bushi ein Nebenaccount von mir ist? Denkst du wirklich? Also ich meine, ihr macht das, ja, aber ich doch nicht. Also ich bin nicht so verzweifelt und muss mir 10.000 Accounts machen, um nicht irgendwie aufzufliegen. Ja? Also, ne? Ruhig bleiben. Und er und sie, Stupido, Opfer 9000. Und ja, er weiß gar nicht mehr, was er antworten soll, weil er einfach so destroyed ist und schreibt nur noch mi, 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 mi. Das hat sie sogar tatsächlich geliked. Also dieser Kommentar hat ein Like und das ist von ihr, weil sie einfach so wusste, dass er so destroyed war. Oh Gott, ey, das ist so unglaublich witzig. So, das war aber wirklich alles an Kommentaren, was so in den letzten Tagen passiert ist. Beziehungsweise gestern und heute. Aber meine beste Freundin hat mich heute tatsächlich mal gefragt, ob sie nicht mal eine Folge Art of Hate leiten kann. Und ich habe gesagt, ja klar, würde mich sehr freuen. Also, ich denke, sie sieht das hier, weil sie guckt sich ja die Art of Hate Videos an. Und ich meine, ich habe sie auch schon in der Schule gesagt, aber du bist immer herzlich eingeladen. Setz dich hier hin. Ich gebe dir die Kommentare, du kannst sie beantworten. Ich werde daneben sitzen. Und mich wahrscheinlich kaputt lachen und dabei wahrscheinlich an meinem Husten verrecken. So wie immer. Also mich würde das wirklich, ich würde das unglaublich geil finden, wenn sie mal eine Art of Hate-Folge leiten würde. Wäre auf jeden Fall mal ziemlich witzig. Wäre mal was anderes. Okay, das war's für gestern und heute. Das Blöde ist jetzt, dass ja jetzt Ferien sind. So. In den Ferien bin ich nun mal weg. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich da irgendwie Zeit habe, Videos hochzuladen. Wahrscheinlich eher weniger. Ich werde es versuchen, definitiv. Ich werde es versuchen, irgendwann mal wieder Videos hochzuladen. Aber das heißt natürlich, ich denke, bei Let's Plays ist es ja nicht so schlimm, wenn die mal ein paar Tage ausfallen. Aber Art of Hate ist ja ein Format, was ich täglich bringe. Das heißt, Art of Hate wird erstmal eine Pause haben. Das liegt einfach daran, wie gesagt, dass ich nicht zu Hause bin. Wenn ich aber wieder zu Hause bin und hochladen kann, dann mache ich natürlich wieder Art of Hate Videos. Ich denke auch, dass in den Ferien mal der ein oder andere Art of Hate Part hochkommt. Aber das passiert dann wirklich nur, wenn ich irgendwo Zeit habe und auch zu Hause bin. Aber gut. Wenn es euch gefallen hat, schaltet den nächsten Art of Hate Part wieder ein. Keine Ahnung, wann der kommt. Aber er wird kommen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.